Die Vorgabe war, einen Stoff zu erarbeiten, der auf der Geschichte von Abraham beruht. Die Bibel ist für mich ein sehr wichtiges Buch, weil die Bibel einfach eines der wichtigsten Bücher der Menschheit ist, auf denen viele unserer Werte und Vorstellungen basieren, egal ob man jetzt religiös ist oder nicht. Allerdings ist natürlich die Vorgabe, eine Oper mit einem biblischen Stoff zu schreiben, komplizierter als zum Beispiel andere antike Begebenheiten zu vertonen oder zu benutzen. Ich hatte Helmut Krause vorgeschlagen für das Libretto, weil ich mir sicher war, dass es mir leicht fallen würde, seine Verse, seine Worte zu vertonen. Denn ich kenne wenige, die in der Lage sind, für Musik zu schreiben, so wie er. Ich bewundere sehr, wie er diesen Ton gefunden hat, eben dieses Moderne, das Zeitlose, nicht unbedingt modern, zeitlos, was eben modern und archaisch vereint. Doch relativ kurze und kompakte Geschichte von Abraham, Hagar und Abrahams Frau Sarah, beziehungsweise Sarai, übte eine ungeheure Faszination auf mich aus. Es ist die Geschichte einer zerrütteten Ehe und der Versuch, diese Ehe wiederherzustellen oder zu kitten. Es geht prinzipiell darum, ein Kind zu bekommen, damit die Linie Abrahams weitergeführt wird und ihre Stellung im Clan, in diesem Stammesverbund gesichert wird. Denn ihre Stellung ist keineswegs ganz fest, solange sie kein Kind hat. Und das ist die Ausgangssituation, dass sie beklagt, kein Kind zu haben. Und aus dieser Situation heraus entwickelt sie diesen unglaublichen Vorschlag, dass wenn man selbst kein Kind bekommen kann, dann muss eben die erste
Markt Sklavin das Kind bekommen. Und da die Sklavin Eigentum der Herrin bzw. der Herrscherfamilie ist, ist natürlich dann auch das Kind Eigentum dieser Familie. Sklavin bist du, musst gehorchen, zieh dich aus, empfange mich. Figuren müssen sich für mich als lebendige Figuren anfühlen. Ich muss sie als lebendige Figuren betrachten können und nicht als mythische Wesen, die überhaupt keinen Bezug zur Realität haben. Der Klang der Oper hat prinzipiell oder versucht prinzipiell nicht biblisch zu sein. Es sind reale Figuren, wahre Figuren, und diese Figuren haben ein großes Problem. Also es ist ein großer Konflikt in dieser Familie und der viel expressives Potenzial in sich trägt für expressive Musik. So, das war mein Ausgangspunkt. Der Titel Die andere Frau war mehr oder weniger unvermeidlich, weil sich Hagar, obwohl sie nicht die größte Rolle hat in der Oper, ich meine es in Bezug auf die Anzahl der Noten, die sie zu singen hat, ist sie die zentrale Figur, um die sich alles dreht. Und sie ist die Frau, die das wirklich Neue bringt, also in die Welt. Sie ist die Frau, die wahrnimmt, dass Gott sie sieht. Oder dass sie auch den Mut hat, Gott anzusprechen. Niemand hat vorher so mit Gott gesprochen. Unvorstellbare Sache. Und so hat sich der Fokus immer mehr auf dieses Dreieck gelegt. Man könnte sagen, dass Hagar an der Spitze ist und Abraham und Sarai an den anderen beiden Ecken. Das ist sie.
nicht kann. Bitte für sie, muss hier. Eine Amme wird sie sein, mehr nicht. Für diese Erweckungserlebnisse in der Oper war mir klar, dass ich ein Klangbild finden möchte oder musste, was sich unterscheidet. Diese Erlebnisse sind Schlüsselmomente in der Oper, besonders natürlich Hagars Erlebnis in der Wüste. Und ein Erweckungserlebnis, denke ich, hat vor allen Dingen eine physische Qualität, also so in der Art, wie einem ein Schauer über den Rücken läuft oder es einem im Bauch kribbelt. Also diese Musik muss irgendetwas physisch auslösen, dass man, das ist natürlich im idealsten Fall, dass es der Zuhörer spürt, aber natürlich auch, dass es sich mit dem Bild zusammen auf der Bühne überträgt.
es fehlte mir noch eine dritte Ebene, die es noch in einen größeren oder nicht größeren Kontext, die es in einen Kontext setzt, der zu tun hat mit ein Thema, was uns damals sehr bewegte, also damals im 2017, als wir zum ersten über die Oper gesprochen hatten, und zwar war das Thema der Flucht. Es muss jetzt gar nicht direkt Flucht vor Krieg oder Zerstörung sein, sondern es ist einfach eine Bewegung mit der Hintergrundgeschichte Abrahams aus Ur kommend, also aus der Stadt Ur, dem Befehl des Herrn folgend, ins gelobte Land Kanaan zu gehen, obwohl er weder wusste, wo das ist, noch wie es aussieht, oder er wusste auch nicht, wann er wissen würde, dass er jetzt im gelobten Land ist. Und wir haben diesen Text, einer der ältesten Texte der Menschheit, die Klage über die Zerstörung der Stadt Ur auf Steintafeln in Keilschrift. Und wir haben das tatsächlich älteste Lied der Welt, die Hurrian Hymn Nummer 6, die auch in Keilschrift auf einer Tafel erhalten ist und also ungefähr aus dieser Zeit stammt und die verschiedene Musikwissenschaftler auf verschiedene Weise interpretiert haben. Es gibt keine definitive Version davon. Aber das war diese dritte Ebene, die ich unbedingt noch hineinbringen wollte, diesen Bogen der Migration, dieser ständigen Bewegung, in der Abraham ist. Für diese dritte Ebene, also diese mesopotamische Musik, brauchte ich natürlich eine besondere Stimme. Und ich bin schon seit sehr vielen Jahren ein großer Verehrer von Susan Dehim, einer iranischen Sängerin, iranisch-amerikanischen Sängerin. Und ich habe sie gefragt, ob sie diese Rolle übernehmen würde, diese Rolle der Augenzeugin. Ich habe ihr dann diese Hurrian Hymn Nummer 6 in einer abgewandelten Interpretation geschrieben und habe dazu eine elektronische Musik komponiert, weil ich wollte auch einen vollkommen anderen Klang haben. Einen Klang, in dem sie sich selbst wohlfühlt, denn sie arbeitet sehr viel mit elektronischer Musik. Und sie hat diese Melodie bearbeitet, also oder verarbeitet und sie harmonisiert, und das ist das Endergebnis, also was wir jetzt am Ende hier hören. Ich habe vor kurzem meine Aufnahme von der Oper, also der Videoaufnahme, einem Freund gezeigt, der in der Schweiz wohnt und leider nicht kommen konnte zu den Vorstellungen hier. Und der sagte, als er das gesehen hat, also der war sehr schockiert, er sagte, ich habe mir das aufgeschrieben, er sagte, es gibt kein schlagkräftigeres Bild für die Zeitenwende, also die Umkehrung von allem, was er
also was er gesehen hat mit dieser Sängerin da in der Mitte und dem leeren Saal. Und wenn man sich überlegt, das war ja geplant, lange vor Corona, so zu machen. Das Publikum sitzt auf der Bühne, der Saal ist leer. Und jetzt, also nicht nur Corona, sondern auch jetzt, also dieses, dass das so aussieht wie Krieg da drin. Also manchmal, wenn das so rot ist, also das ist wie eine Prophezeiung. Es tut mir leid, was ich tue, dient dazu, dich zu beschützen. Jemand haben kann in dieser sonderbaren Welt. Verbrennst du es mal, du bist ein Mensch. Der Schluss der Oper, man könnte meinen, es gibt keine Hoffnung. Aber die Hoffnung ist natürlich da, denn Hagar lebt. Hagar lebt und gründet ein großes Volk, das genauso wie Abrahams Volk so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein wird. Also hoffnungsvoller kann es ja nicht sein. Natürlich ist es ein offenes Ende, aber wir kennen den Ausgang der Geschichte. Also wir kennen ihn.